Herzlich willkommen in unserer neuen Sonderausstellung Alles Kölner Wald. Wie der Titel schon verrät, beschäftigen wir uns in dieser Ausstellung mit allen möglichen Aspekten, die uns zum Thema Wald einfallen. Das ist natürlich die Waldwirtschaft, die man entweder konventionell oder ökologisch nachhaltig betreiben kann. Das ist aber auch der Klimaschutz zum Beispiel. Der Wald ist ein Kohlenstoffspeicher. Er ist extrem wichtig für unseren Wasserhaushalt, für unser Grundwasser. Wir stehen hier schon mitten im Wald, nämlich in einem Eichen-Hainbuchenwald. Das ist die typische Waldform hier im Münsterland. Und wir haben hier wieder tief in die Trickkiste gegriffen, ein Diorama erstellen lassen und bieten auch sonst in der Ausstellung sehr viele Originale aus unserer Sammlung und zeigen viele lebensechte Darstellungen. Begleitend zur Sonderausstellung gibt es natürlich auch wieder ein umfangreiches Rahmenprogramm für Schulen, von Grundschule bis Sekundarstufe, aber natürlich auch für Kindergärten, für die dieses Thema besonders relevant ist. Und wir bieten darüber hinaus sehr viele Veranstaltungen, Vorträge sowie Exkursionen in umliegende Waldgebiete. In der Ausstellung sind natürlich viele Highlights zu entdecken. Mein ganz persönliches Highlight ist dennoch hier dieser Eichen-Hainbuchenwald im Hintergrund. Mir gefällt es besonders gut, diese Form von Dioramen, da man hier ganz in Ruhe sich den Lebensraum anschauen kann, die Tiere, die Pflanzen entdecken, erkunden kann und dieses Wissen später auch mitnehmen kann in den Wald vor der Haustür. Jeder von uns verbindet etwas mit dem Begriff Wald. Er ist Ort der Erholung, des Sports und des Naturerlebens und liefert den wichtigen Rohstoff Holz. Allen voran aber ist er ein wertvolles Ökosystem, das unzähligen Tieren, Pflanzen und Pilzen einen Lebensraum und den Menschen eine Lebensgrundlage bietet. Ein besonderes Highlight für mich ist der Außenbereich, den wir in dieser Ausstellung integriert haben und in dem es vielerlei Klanghölzer zu entdecken gibt. Hier im Hintergrund sehen wir mein persönliches Highlight. Das ist das Rückgepferd. Das Rückgepferd, das steht zum einen für die Vergangenheit, für die traditionelle Waldwirtschaft, aber vielleicht steht es auch für die Zukunft. Denn diese schonende Art der Waldwirtschaft ist vielleicht für die Zukunft das Wichtigste und das Wirtschaftlichste, wie auch der Wald es schafft, sich selbst an den Klimawandel anzupassen und sich selber fit zu machen im Rahmen von natürlicher Selektion und Evolution, wie er das seit Millionen von Jahren geschafft hat und ohne unser Zutun vielleicht am besten fit wird für den Klimawandel.